ich glaube, dass es zwei grundsätzliche Arten gibt, diese Konferenz zu verstehen. Entweder als ein, oder ich dachte, dass es nur zwei gibt, ich habe jetzt mehr gesehen, entweder als eine Konkurrenz um Mediendefinitionen. Das fände ich sehr unfruchtbar. Ich fände es schlecht, wenn hier jeder aufträte mit einer Mediendefinition und wir dann am Schluss die Beste wählen würden. Ja? Also das war so meine Horrorvorstellung. Nicht? Die zweite fruchtbare Alternative wäre, glaube ich, Perspektiven zu beschreiben und Beiträge zu einer halluzinierten, kumulativen Mediendefinition zu machen. In den Perspektiven werden natürlich drastische Unterschiede deutlich, das ist völlig klar. Das ist die Pointe dieser Geschichte und die Perspektiven sind nicht aufaddierbar, das ist klar, aber es ist ein anderes Selbstverständnis. Diese Perspektiven würden sich von der ersten Variante dadurch unterscheiden, dass sie die eigene Reichweite mitreflektieren, also sagen, inwieweit sie Perspektive sind oder inwieweit, welchen Raum sie gut beschreiben und welchen zweiten Raum sie möglicherweise gar nicht gut beschreiben. Und ich glaube, je perspektivischer sich so eine Definition versteht, desto anschlussfähiger wird sie dadurch und desto weniger usurpatorisch. Eine technische Definition wird sicher andere Bereiche gut beschreiben als andere Typen von Definitionen. Und die ersten beiden Vorträge, die wir gehört haben, sehe ich als sehr tastend an und deshalb sehr anschlussfähig, also sehr vorsichtig in ihrem Gestus und sehr experimentell. Die vermeiden eigentlich die Alternative, die ich vorher halluziniert hatte, auf eine fruchtbare Weise. Ja? Das irgendwie als Vorüberlegung, weil das auch eingegangen ist in meine Vorstellung, wie ich das anlege. Die zweite Vorüberlegung ist, dass ich sie auf eine gewisse Fallhöhe einstellen muss, von den lichten Höhen der Quantenphysik, von denen ich überhaupt nichts verstehe, aber auch gar nichts, rein in ein anders geartetes Technikkonzept. Wahrscheinlich im Kontrast wird es erstmal nach Menschenwelt riechen. Ich habe nicht die gleiche Allergie und nicht die gleiche Gegenüberstellung zwischen einer Technik, die sozusagen alleine operiert und dann gibt es noch irgendwelche Menschen, die Feuchtigkeit absondern. Ich versuche und damit die Kurzschlüsse verursachen in der Elektrik, sondern ich versuche einen Technikgriff zu fassen, der selber technische Praxen und damit auch Menschen einbegreift, allerdings nicht im Sinne eines anthropologischen Paradigmas, der den Menschen voraussetzt und dann guckt, was es noch so sonst gibt. Ich glaube, das ist auch als Vorbemerkung nicht schlecht. Ich würde mich also in dem zweiten Korridor ansiedeln. Es ist zwar eine relativ entschieden und stalinistisch formulierte Sache, die ich Ihnen jetzt präsentiere, aber sie versteht sich dennoch als eine Perspektivierung, die andere Bereiche ganz zielgerichtet ausschließt. Ich habe auch eine Mediendefinition geschrieben, die nicht Beitrag sein will, sondern diesen Anspruch stellt, Mediendefinition zu sein. Die sieht sehr anders aus, als das, was ich Ihnen präsentiere hier. Gut, lange Vorrede, ich strapaziere jetzt Zeit. Mein Text heißt Zeichenmaschinen oder warum die semiotische Dimension für eine Definition der Medien unerlässlich ist. Wenn das Thema der Tagung die Frage ist, was ist ein Medium, denke ich, wird niemand mit einem vollständig neuen Ansatz, einem bis dahin völlig ungedachten Gedanken auftreten können. So wird es vor allen Dingen um Akzentuierungen gehen, darum, welche Aspekte des Medienbegriffs besonders unverzichtbar, zentral und definitionsmächtig erscheinen und mit welchen theoretischen Modellen diese auf welche Weise verbunden sind. Und dies wiederum hängt davon ab von der Positionierung, die der oder die Einzelne im Theoriediskurs um die Medien einnimmt. Auch mein Text wird hier nichts grundsätzlich Neues bieten. Denn dass die Dimension des Semiotischen für die Medien wichtig ist, würde wahrscheinlich niemand bestreiten. Es wird mir im Folgenden deshalb um zwei Dinge gehen. Zum einen darum, deutlich zu machen, dass das Symbolische bzw. Semiotische, ich benutze das fast synonym, nicht ein Aspekt unter mehreren, sondern die unverrückbar zentrale Bestimmung des Medialen ist. Da kommt schon der Stalinismus raus, nicht? Sie merken also unverrückbar zentrale Bestimmung des Medien. Geht die übliche Definition von den magischen Kanälen aus, fokussiert auf die Medientechnik, auf den institutionellen Aspekt, auf Medienarchäologie, Aufschreibesysteme oder umgekehrt eben auf Medienpraxen, Anthropologie, Mediensoziologie und den Menschen, in Anführungsstrichen, möchte ich eine alternative Konzeption vorschlagen. Ich behaupte nicht, dass die genannten Ansätze
Grundsätze keine Rolle spielen. Das ist jetzt der antistalinistische Aspekt. Vielmehr, dass es sich beim Symbolischen um eine gesellschaftliche Technologie, und zwar um eine spezifische Technologie und um eine spezifische technologische Praxis handelt. Und zum Zweiten geht es mir darum, eine bestimmte Konzeption des Symbolischen vorzuschlagen. Auch diese Konzeption ist nicht grundsätzlich neu. Ich habe sie oder Bestandteile von ihr in verschiedenen meiner Veröffentlichungen bereits vertreten und bringe sie nun in die gemeinsame definitorische Anstrengung ein. Dass es Sachen aufnimmt, die ich schon veröffentlicht habe, ist besonders für die lästig, die schon was von mir gelesen haben. Die werden sozusagen durch Redundanz bestraft heute Abend. Um die Sache knapp und übersichtlich zu halten, bewegt sich mein Text an einem Skelett von Thesen entlang. Die erste These betrifft das Problem der Außenabgrenzung. Römisch 1, die Sphäre des Symbolischen. Erstens Grenzziehung. Medien haben viele Eigenschaften, die sie mit anderen gesellschaftlichen Maschinen teilen. Als Technik sind sie Technik unter Techniken. Als Netz des Austauschs konkurrieren sie mit Warentausch und Markt. In ihrer sozialen Dimension sind sie eines von verschiedenen Netzen der Vergesellschaftung. Als Institution, Institution unter Institutionen. Als System, eines unter vielen Systemen. Das Einzige, was mir für die Medien spezifisch erscheint, ist ihre Bindung ans Symbolische. Alles hängt insofern davon ab, wie ich dieses Symbolische fasse. Und wenn es also um Distinktion geht, dann ist entscheidend, auf welche Weise das Symbolische seine Grenzziehung zu anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen erreicht und aufrechterhält. Diese Grenzziehung ist grundsätzlich prekär, denn auf ihrer signifikanten Seite sind die Zeichen Dinge unter Dingen und drohen ständig im Meer des Tatsächlichen unterzugehen. Zeichensysteme also müssen eigene Mechanismen entwickeln, wie sie diese Vermischung zielgerichtet und zuverlässig verhindern. Grenzziehung 2. Verbleibt man auf der Seite des Materiellen, bietet sich eine Negativbestimmung an. Zu Signifikanten werden oft Dinge gewählt, die auf spezifische Weise ohne praktischen Nutzwert und ohne Einbindung in die Alltagsvollzüge sind. Dies verhindert, dass sie in Gebrauchsprozesse jenseits des Zeichengebrauchs eingehen. Beispiel sei der Lautstrom der Stimme, der anders als die Hände für praktische Zwecke zunächst nicht gebraucht wird. Essbare Signifikanten wie russisch Brot oder Buchstabensuppe sind insofern ein Sonderfall. Grenzziehung 3. Medien setzen technische Mittel ein, um das Symbolische als einen eigenen Bereich, einen Bereich mit einer eigenen inneren Logik freizustellen. Beispiel sei die Bühnenrampe. Indem sie mit technischen Mitteln der Architektur den Realraum der Zuschauer vom Bühnenraum trennt, macht sie möglich, dass sich auf der Bühne Dinge abspielen, die nicht der Logik des sie umgebenden Realraums gehorchen. Nur auf dieser Basis können sich Fiktion und damit Möglichkeitsräume entfalten. Medientechnik also hat unter anderem die Funktion, mediale Prozesse gegen Außermediale abzuschirmen. Viertens, Probehandeln. Der abgetrennte Raum des Symbolischen erlaubt Operationen, allerdings Operationen eigenen Typs. Sie sind vor allem dadurch bestimmt, dass sie von den tatsächlichen Konsequenzen, die sie im tatsächlichen Raum hätten, zielgerichtet entkoppelt sind. Geschieht auf der Bühne ein Mord, steht der Ermordete hinterher auf und verneigt sich. Anders als reale Vorgänge ist das symbolische Geschehen reversibel. Ich möchte deshalb vorschlagen, das Symbolische über den Begriff des Spiels und genauer über die Vorstellung eines Probehandelns zu fassen. Symbolische Prozesse arbeiten, verglichen mit den konsequenzenreichen Handlungen im tatsächlichen Raum, immer auf einem reduzierten Niveau von Performativität. Zwischensumme: Medien und Zeichen bilden eine eigene Sphäre, die ihre Grenzziehung gegenüber den Alltagsvollzügen ständig neu konzipieren und verteidigen muss. Ich vertrete also, zeichentheoretisch relativ konventionell, eine strikte Zwei-Welten-Theorie, die Zeichen von Nichtzeichen möglichst klar unterscheidet und erst auf dieser Basis eine breite Palette von Mischphänomenen zugesteht. Auf dieser Grundlage ist nun ein Schritt weiter zu gehen. Römisch 2, Mechanismen und Eigenheiten des Symbolischen. Fünftens, Semiose. Allein diese Nummerierung, das ist doch schon, ne, ja. Das Unglaubliche, ne, diese Stringenz der Nummerierung, nicht? Fünftens, Semiose. Aus der vorgeschlagenen Perspektive sind Medien gesellschaftliche Maschinen, die ein Biotop für die Semiose, für die Artikulation und die Herausbildung von Zeichen bereitstellen. Dies wirft die Frage auf, was aus medientheoretischer Sicht über Zeichen, ihre Herausbildung und ihre basalen Funktionsweisen gesagt werden kann. Sechstens, Schemabildung. Basis und zentraler Mechanismus des Semiotischen ist die Schemabildung.
Zeichen verdoppeln nicht die Welt, sondern sie liefern ein knappes, strukturiertes Raster, das die extensive Vielfalt der Welt reduziert, strukturiert und lesbar macht. Zeichen sind dem Bezeichneten gegenüber auf spezifische Weise verdichtet, so konkret sie erscheinen mögen, es ist ihnen ein Moment von Abstraktion und Clusterbildung eingeschrieben. Der Schemabegriff hat den Vorteil, dass er medienübergreifend gültig ist. Er umfasst die Formengesetze und Stereotypen des Bilderdiskurses ebenso wie die stabil konventionalisierten, selbstidentischen Zeichen der Schrift. Also genau die andere Seite des Bilderdiskurses, als den ihr betont habt. Ihr habt das Singuläre betont am Bilderdiskurs. Mir geht es um die Formgesetze, also die andere Seite desselben Diskurses. Sein zweiter Vorteil, also Vorteil des Schemabegriffs, ist es, dass er nicht von immer schon konstituierten Zeichen ausgeht, sondern von vornherein auf die Herausbildung von Zeichen, den Zeichenprozess, die Semiose orientiert. Schemata, dies wäre eine basale Ausgangsbestimmung, gehen auf Wiederholung zurück. Und eine Bestimmung über die Wiederholung verbindet regelhaft die Zeichen mit ihren Gebrauchsakten. Die Schemabildung selbst verlässt den Raum des Menschen. Die Gestalterkennung etwa, die der Mensch mit der Tierwelt teilt, ist ein Wahrnehmungsmechanismus. Er verbindet die aktuelle Perzeption mit der Kette ihrer Wiederholungen und diese wiederum mit den mentalen Repräsentationen der Struktur von Erwartungen, die sich in der Abfolge der Perzeptionen herausbildet. Der Schemabegriff also schlägt eine Brücke zwischen Instinktbildung und symbolischen Praxen. Gleichzeitig steht der Zeichengebrauch für die Ablösung aus der Instinktbindung. Wenn der Zeichen wie der Werkzeuggebrauch den Beginn der Menschheitsgeschichte markiert, so wird deutlich, dass die Schemabildung nur die Basis, nicht aber koextensiv mit der Zeichengenese ist. Siebtens, Form. Alle Zeichen und Medien sind Form. Philosophiegeschichtlich ist dieser Begriff sicher prekär, dennoch sehe ich keine Möglichkeit, auf ihn zu verzichten. Abweichend von der Heider-Luhmannschen Bestimmung möchte ich nicht Medium und Form unterscheiden, sondern Medien und Zeichen selbst als Form fassen, als Ebenen einer Vorartikulation, die aktuelle Artikulationen allererst ermöglicht. Dies wirft die Frage auf, wer oder was die Medien als System der Vorartikulation selbst artikuliert. Ich werde auf diese Frage zurückkommen. Achtens, Medienunterschiede. Wenn alle Medien und Zeichen Form sind, unterscheiden sich allerdings im Grad ihrer Formalisierung. Hier scheint mir die hauptsächliche Basis für die beobachtbar drastischen Medienunterschiede zu liegen. Dem Schwirren der natürlichen Sprache und den weichen Formen etwa im Bilderdiskurs stehen strikte Formalsprachen gegenüber, die auf konstituierte Zeichen angewiesen und so weitgehend Form sind, dass sie logische Kohärenz behaupten und das Kriterium innerer Stimmigkeit zum Gegenstand mechanisch-logischer Prüfung werden kann. Form scheint mir, ebenfalls abweichend von konkurrierenden Definitionen, dem Moment von Mimesis nicht einfach gegenüberzustehen. Da Form kein Privileg des Signifikanten ist, sondern immer auch Beobachtung, ist sie dem Referenten abgelauscht. Form selbst also wird als mimetisch, als eine sehr abstrakte Form der Mimesis aufgefasst werden müssen. Dies, denke ich, rückt insbesondere die Formalsprachen in ein verändertes Licht. Also der Status der Formalsprachen ist ja auch für dich eine wichtige Frage, glaube ich. Wenn die Mathematik eine Grundlage einer technischen Mediendefinition bildet, ist ja die Frage, wer verbirgt die Mathematik? Also woher kommt die Mathematik? Ist sie in der Natur gegeben und wird sie mimetisch herausgelesen von den Menschen? Oder hat sie einen Status jenseits dessen? Also der Status der Formalsprachen ist, glaube ich, für sehr unterschiedliche Paradigmen wichtige Frage. Römisch 3, Kommunikation. Neuntens, Übertragung. Medien und Symbolisches sind bestimmt durch die Funktion der Übertragung. Übertragung und Übertragbarkeit möchte ich zunächst ganz unmetaphorisch an faktische Akte der Post, der Adressierung und der Zustellung binden. Auf einer zweiten Ebene wäre zu zeigen, wie die Übertragung in die Logik der Metapher übergeht. Grundsätzlich sind zwei Dimensionen der Übertragung möglich. Übertragung über räumliche Distanzen, im Telegrafiediskurs und bei Innis die Überwindung des Raums. Und zweitens die Übertragung längs der Achse der Zeit. Zeichen sind an diese Übertragung und Übertragbarkeit gebunden. Es ist also keineswegs so, dass die Zeichen erst konstruiert und dann sekundär übertragen werden. Zehntens, Raumüberwindung. Wenn Zeichen räumliche Distanz überwinden, dann zunächst in der Logik des physischen Transports. Hier ergibt sich eine Konkurrenz zu außersymbolischen Prozessen und eine wichtige Entsprechung zur inneren Logik der Ware,
die auf ähnliche Weise ihren Ort verlässt, einen abwesenden Empfänger adressiert, Netze ausbildet und zirkuliert. Eine Besonderheit der Zeichen allerdings ist, dass sie mit der Telegrafie die Schwerkraft der dreidimensionalen Welt hinter sich gelassen haben. Immaterialisiert reisen die Signifikanten nun mit Lichtgeschwindigkeit und beschämen die Welt des Materiellen. Betrachtet man die Medienevolution, so schreiben sich die Notwendigkeiten der Raumüberwindung in die Zeichensysteme ein. Von stationären Inschriften über schwere Tontafeln hin zum leichten Papier, die Logik des Transports, so könnte man sagen, zehrt die Materialität des Signifikanten aus. Die Artikulation der Signifikantensysteme also steht in einer engen und systematischen Wechselbeziehung zu deren Gebrauch. Auffällig insgesamt ist, dass die Signifikanten grundsätzlich kleiner und leichter als das Bezeichnete sind. Bilder sind zweidimensional stapelbar, lineare Texte reduzieren das Bezeichnete auf nur eine Raumdimension. Eine Landkarte im Maßstab 1:1 ist zwar flach, würde ihren Zweck aber dennoch verfehlen. 11. Zeitliche Dimensionen. Zum Zweiten überwinden die Zeichen die Zeit. Im Mediendiskurs meist als Speicheraspekt diskutiert, greift diese Bestimmung deutlich zu kurz. Besser erscheint mir Zeitüberwindung und Dauer ebenfalls als Post, als eine Übertragung nun eben entlang der Achse der Zeit aufzufassen. Hier geht es um die materielle Beharrungskraft des Signifikanten, die in deutlicher Spannung zu seiner materiellen Auszehrung steht, aber auch um das menschliche Gedächtnis und seine Funktion für den Zeichenprozess. Systematisch scheint es vor allem zwei konkurrierende Mechanismen kultureller Kontinuierung zu geben, die Monumentalisierung und die Wiederholung. Hieraus ergibt sich das theoretische Projekt, die Momente des Fluiden und der Stase, das heißt symbolische Praxen und technisch-materielle Niederlegungen in einer regelhaften Wechselbeziehung zusammenzudenken. Ein medienwissenschaftliches Technikkonzept müsste die Dimension technisch-symbolischer Praxen einbeziehen. Auch in der Funktion kultureller Kontinuierung konkurrieren die Medien mit außermedialen Prozessen. Das Monument etwa, Grundbild aller materiellen Beharrung, ist dreidimensional tatsächlich, bevor es symbolisch ist. Die materielle Produktion mündet in die zweite Natur, die analog zur Sprache an die folgenden Generationen vererbt wird. 12. Intersubjektivität. Zeichensysteme sind intersubjektiv. Intersubjektivität geht auf materielle Akte des Austauschs und der Übertragung zurück. 13. Innen und Außen. Zeichensysteme kennzeichnet, die sagt schon Saussure, dass sie auf spezifische Weise Innen und Außen verbinden. Ist ihre Signifikantenseite materiell vorfindlicher Teil der Außenwelt, sind Zeichen gleichzeitig Gedächtnisinhalt. Die Signifikat-Unterscheidung allerdings erscheint unzulänglich. Das Gedächtnis vielmehr ist der paradigmatische Ort, an dem der Code residiert. Für eine semiotische Herangehensweise ist essentiell, auf welche Weise der Code konzipiert wird. Statt von einer vorgängigen Bedeutung des Zeichens auszugehen, wären medienübergreifend und im Medienvergleich die materiellen Mechanismen zu beschreiben, die den Code und die Codes konstituieren. Also ich wende mich sehr stark gegen Modelle, die sagen, es muss einen Code geben, damit Übertragung statthaben kann. Genauso wichtig ist die umgekehrte Frage, wie kommt es zum Code? Was ist die Wurzel des Codes? Es wäre einzubeziehen, dass es auch solche Zeichensysteme gibt, die nicht Menschen und menschliche Gedächtnisse, sondern Maschinen adressieren. Die Lösung, zwischen semantischen und formal-syntaktischen Systemen schlicht zu polarisieren, die ersten an Bedeutung, Referenz und den Menschen gebunden, die zweite von diesem unabhängig, allerdings ist scheinhaft. Sie wäre abzutragen. Der Rückgriff auf Schema und Form soll hier einen alternativen Weg ebnen. 14. Operativer Aspekt. In Spannung zur kommunikativen Funktion steht ein operativer Aspekt der Medien. Medien und Zeichen dienen immer auch als ein Gegenüber, das einen Entwurf von Ordnungen, einen Dialog mit dem Papier, Performationen und Permutationen, Spiel, Spiegel und Selbstvergewisserungseffekte erlaubt. Mit den Kerben im Kalenderknochen und den Tokens in allzu mehr beginnt der Erkenntnisweg der Mathematik und des Ingenieurs, der Symbole nutzt, um, wie im Dialog mit der materiellen Welt, mit den Händen zu denken. Im Computer wird dieser operative Aspekt zentral. Operativität und Performativität allerdings bleiben auf das Probehandeln eingeschränkt. Wird dieser Raum überschritten, etwa dort, wo Computer Realvorgänge steuern, wird Probehandeln handeln und verlässt den Raum des Medialen. Römisch 4, Mechanismen und Eigenheiten des Symbolischen 2. 15, Dekontextualisierung. Bestimmt man die Medien als Überwindung von Raum und Zeit,
lässt sich dies summieren im Begriff der Dekontextualisierung. Das Zeichen selbst ist, wiederum wie die Ware, darüber bestimmt, dass es seine Kontexte wechseln und in heterogene Kontexte eintreten kann. Hieraus ergibt sich eine konstitutive Spannung zwischen Kontextbezug, Kontextabhängigkeit und Zeichenidentität. 16. Zeichenidentität, Isolation. Eine semiotisch wie medientheoretisch wichtige Frage scheint mir, wie das Zeichen zu seinen Grenzen, seiner Stabilität und seiner Identität überhaupt kommt. Wenn es seine Identität durch wechselnde Kontexte hindurch behaupten kann, so muss es seine Grenzen schützen. Vielleicht in ähnlicher Weise, wie die Sphäre des Symbolischen insgesamt ihre Grenzen schützen muss. Die am Anfang gestellte Makrofrage kehrt nun auf der Mikroebene des einzelnen Zeichens wieder. Die Antwort ist im Schemabegriff bereits vorskizziert. Zeichen kommen nicht durch Definition in die Welt, sondern verhärten sich quasi kumulativ im Gebrauch. Auch insofern sind Medienpraxen und Materialisierung, Monumentalisierung systematisch verbunden. Der Schemabegriff bewährt sich vor allem darin, dass er die weichen Schemata des Bilderdiskurses wie auch die harten, selbstidentischen Zeichen etwa der Formalsprachen umfasst. Wie oben nach dem Formalisierungsgrad wären Medien nun nach dem Grad ihrer Zeichendistinktion und Identität zu unterscheiden. Die Spaces, mit denen die Schrift ihre selbstidentischen Zeichen trennt, wären Anzeichen der Isolation. Die Digital-Analog-Unterscheidung wäre im Licht dieser Bestimmung zu remodellieren. 17. Systembezug Code. Zeichen haben Grenzen und sind selbstidentisch nur in Abgrenzung und in Relation zu anderen Zeichen. Der Code entsprechend ist vor allem eine Struktur, ein Netzwerk und ein System relationaler Verweise. Bedeutung muss folglich als pluralisch aufgefasst werden. Ich habe an anderer Stelle den Vorschlag gemacht, diese pluralische Bedeutung in einen redefinierten Begriff der Konnotationen zu fassen. Für die Sprache ist dies einigermaßen evident. Dieses Kriterium des Systembezugs für schwächer konventionalisierte Systeme wie den Bilderdiskurs ist das natürlich schwierig, das ist vollkommen klar. Hier wäre der Begriff des Schemas in Richtung einer systemisch-relationalen Bestimmung weiter zu entfalten. Also ich stelle mir vor, dass man von einem Schemabegriff, wie er im Bilderdiskurs einigermaßen anerkannt ist, vordringt zu einer Vorstellung, wie die Schemata relational positioniert sind. Im Stereotypenkonzept haben wir quasi singuläre Stereotypen, die lexikalisch aufgezählt sind. Und ich stelle mir vor, dass daran ist die Bildsemiotik gescheitert. Ja, 60er Jahre ist ja ein furchtbarer Crash dieser semiotischen Überlegungen. Und ich glaube, dass man über ein Schemakonzept, was anders funktioniert, die Frage nochmal struktureller und anders stellen kann. 18. Diskurs und System. Das zentrale Rätsel des Semiotischen ist, auf welche Weise der Code, Voraussetzung und Artikulationsbedingung aller Zeichenpraxen selbst in die Welt kommt. Auf welche Weise also, wurde oben gefragt, wird der Code selbst artikuliert? Geht er den aktuellen Äußerungsakten einerseits voran, kann er selbst keine andere Quelle haben als die Äußerungsakte der Vergangenheit. Der Code erscheint als eine kompakte systemische Niederlegung, als Protokoll aller vorangegangenen Kontexte. Der Code also ist ebenso Voraussetzung wie Resultat. Das würde auch ein Einwand gegen eine nachrichtentechnische Definition sein. Eine nachrichtentechnische Definition ist immer darauf angewiesen, dass die Selektionspalette vorher festliegt und außerhalb des Mediums vereinbart ist. Mich interessieren gerade Medienprozesse, insofern die Vereinbarung einbezogen wird in den zyklischen Prozess der Konstituierung von Codes. Äußerungspraxen und symbolisches System sind zyklisch miteinander verbunden. Den Umschlag von Diskurs in Struktur habe ich versucht, im Freudschen Begriff der Verdichtung zu fassen. Von hier aus ergeben sich Verbindungen zum oben erwähnten Problem der Zeichenkonstitution und dem Mechanismus, wie das Zeichen seine Grenzen und das Netz seiner konnotativen Verweise gewinnt. 19. Medientechnik. Ist ja nicht so, dass die gar nicht kommt. Die Evolution der Medientechnik als einen eigenen Diskurs, als Einschreibung und als Artikulation zu fassen, war theoriegeschichtlich ein großer Gewinn. Meist allerdings wird dieser Diskurs als weitgehend selbstbezüglich und autonom und als abgeschlossen von den Äußerungsakten begriffen. Dies wäre zu revidieren. Ein Weg hierzu ist, den Begriff der Einschreibung ernster als bisher zu nehmen und die Technik selbst als eine Niederlegung, eine Verhärtung, als ein besonders materiell verhärtetes Resultat diskursiver Praxen zu fassen. Ein wichtiger Rückbezug ergibt sich hier zur Monumentalisierung und zur materiellen Beharrungskraft 3D-solider Monumente.
Die Medientechnik ist der Grenzfall der hier vertretenen Zwei-Welten-Theorie. Wo die Artikulation Technik und damit 3D-solide Realität wird, verlässt sie den Raum des Symbolischen, Probehandeln geht in Handeln über. 20. Reflexiver Charakter. Bestimmt man die Medien über ihre symbolische Dimension, eröffnet sich die Möglichkeit, den spezifisch reflexiven Charakter der Medien zu fassen. Medien, die, sagt Luhmann, leider ohne dies systematisch auf seine übrigen Mediencharakteristik zurückzubeziehen, müssen als eine Institution gesellschaftlicher Selbstbeobachtung bestimmt werden. Beobachtung setzt voraus, dass Involvement und funktionale Einbindung zielgerichtet unterbrochen sind. Die reflexive Dimension des Selbst, dass die Grenze, die meine Zwei-Welten-Theorie behauptet, immer schon gewährleistet ist. Dies mag dazu beitragen, sie etwas weniger naiv und revisionistisch erscheinen zu lassen. 21 und letztens das Unbewusste. Das Stichwort des Reflexiven legt das Missverständnis nahe, das hier vertretene Konzept Grenze, Zeichen und Medien quasi automatisch auf bewusste Prozesse und den luziden Bereich des Bewusstseins ein. Dies selbstverständlich wäre den Medien vollständig unangemessen, dass dies nicht notwendig der Fall ist, aber mag darin deutlich werden, dass das Konzept der Verdichtung im prominenten Mittelpunkt steht. Wenn, wie Nietzsche sagt, Zeichensysteme notwendig lügen und Adorno das Unrecht hervorhebt, dass der Begriff dem Begriffenen notwendig tut, hängt dies allerdings an der Subsumption und damit an der genuinen Abstraktion, dass die Zeichen und Schemata als Verdichtete kennzeichnet. In der Folge trifft dies ohne Ausnahme alle Medien. Mathematik, Formalsprachen und der Klartext der Technik können nicht länger und ebenso wenig wie die Bilder und die natürliche Sprache einen gesicherten Abstand zur Lüge behaupten. Ich danke Ihnen.